Herzlich willkommen zu Germany Director's Cut Short Analyse. Auch heute geht es direkt spannend los, denn ich möchte mit euch sprechen über Vorurteile gegenüber Muslimen und Musliminnen. Vorurteile. Ausgerechnet die Welt und N24, die immer für bahnbrechende Berichterstattungen gegen Muslime leisten, wollen jetzt über Vorurteile der Muslime reden, die sie selber publiziert haben, um als Streitschlichter dazustehen. Da schauen wir uns das Spektakel doch mal an. Punkt 1, fühlen sie sich von den Medien überhaupt nicht mehr wahrgenommen, überhaupt nicht repräsentiert und auch generell fühlen sie sich mit so vielen Vorurteilen konfrontiert und an den Pranger gestellt, dass sie eigentlich sagen, hier in Deutschland irgendwie kommen sie nicht mehr so richtig klar. Richtig! Du hast den Nadel auf den Kopf getroffen! Auch beim Thema Terror wird ja nicht immer klar differenziert zwischen Islam und Islamismus, was eigentlich nötig wäre. Und so mancher Muslim bezieht das eben auf sich. Im Übrigen solltest du diese Moralpredigt deinem Vorgesetzten vortragen. Sineb El-Masra. Hallo. Zu dir, Sineb, muss ich erstmal ein paar Worte sagen. Sineb ist Journalistin, Autorin, schreibt vor allem über die muslimische Frau. Das so unter anderem, genau. Also viel Medien, muslimische Frauen, Emanzipation, das sind so meine Themenfelder, genau. Emanzipation! Oh Gott, eine Frau, die in der Beziehung die Hosen anhat. Ich glaube, im Rock wird sie auch nicht viel besser aussehen. Oh no! Saß auch mehrere Jahre in der Deutschen Islamkonferenz. Und, was noch wichtig ist, natürlich dazu zu sagen, wenn wir über dieses Thema überhaupt sprechen, Muslimin, ja, sie ist Muslimin, praktizierend auch. Hast du all die Jahre in der Nase gebohrt? Hast du nichts im Islamkonferenz gelernt? Zum Beispiel, so ein Kopftuch zu tragen oder sowas? Ja und nein. Also ich glaube, wenn ich eine Muslimin wäre, die beispielsweise ein Kopftuch tragen würde, würde ich natürlich auffallen. Da spricht die Emanzipation. Ist jetzt da, um mit uns über alle möglichen Themen zu sprechen. Das heißt, gerne auch gebt uns die Vorurteile, über die wollen wir sprechen. Wir werden nicht nur darüber reden, wie sollte sich die Mehrheitsgesellschaft eigentlich verhalten, sondern vielleicht auch ein paar Tipps für die Muslime, die eben, wie ich beschrieben habe, irgendwie sich nicht richtig angekommen oder nicht richtig verstanden fühlen hier in diesem Land. Sie wollten schon immer wissen, wie sie einen Kopftuch ablegen. Jetzt neu! Tipps und Tricks für die muslimische Frau. Das Kopftuch-Starter-Paket. Eine Gebrauchsanweisung mit dem Titel Wie lege ich ein Kopftuch ab? Sowie Wie dominiere ich meinen Mann? Das alles erhalten Sie in dem Tutorial von N24 und die Welt. Bei diesem Paket werden sogar deine Freunde neidisch. Und da ist es natürlich schwer, wenn diese Muslime, also von welchen Muslimen sprechen wir? Sprechen wir von salafistischen Muslimen? Sprechen wir von islamistischen Muslimen? Sprechen wir von säkularen Muslimen? Also wer sind diese Muslime? Genau! Es müsste in ungefähr 50 Kategorien eingeteilt werden, damit man überhaupt einen Überblick über das hat, was ihr produziert habt. Ach ja, wo wir schon dabei sind, da kenne ich auch einige Begriffe. Euro-Muslim, Teilzeit-Muslim, Jet-Imam, Party-Achi und Disco-Uchti. Nach so vielen Begriffen wird auch mir schlecht. So, das war die Short-Analyse von Germany Director's Cut. Ich mache jetzt die Fliege, bevor ich mich gleich übergebe. Bis dann, tschüss!